Neue Woche, neue Sportgeschichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone oder Kasperl. Es war wieder mal ein ereignisreiches Wochenende mit vielen Höhepunkten, allerdings positiver und negativer Natur. Und der Krone-Sportchef Peter Meutz ist an meiner Seite. Servus. Ich freue mich total, wieder im schönsten Fernsehstudio Europas sitzen zu dürfen. Ja? Wirklich, das sind die optimalen Temperaturen eigentlich. Ja, es hat ungefähr 54 Grad drin, aber wir kompensieren das super. Ja? Muss gar nicht mehr aussehen. Wir müssen schnell rennen, damit der Lawin passiert. Ja? Genau, aber vielleicht eine persönliche Frage auch noch, das vergangene Wochenende doch sehr, sehr heiß. Eher aktiv oder passiv verbracht? Eigentlich nur in der Redaktion verbracht. Samstag, Sonntag habe ich gearbeitet. Total dezent zurückhaltend brav. Sehr gut. Dann starten wir mal mit der großen Sensation des gestrigen Sonntags, also sicher im Redaktionsdasein auch miterlebt. Die Synchronschwimmerinnen schreiben nämlich Geschichte. Zum ersten Mal holen sie bei einem Großevent in dieser Disziplin, in der technischen Kür, Bronze. Die beiden Schwestern, die Alexandre-Schwestern Anna-Maria und Irini. War das für dich auch eine große Überraschung oder hättest du es ihnen zugetraut? Natürlich war es eine große Überraschung, aber die Vera Lischka, auch eine ehemalige Schwimmerin, die Olympia-5, die war 1996 in Atlanta, ist ja seit Jahren bei der Kronenzeitung, war als Reporterin vor Ort oder ist noch immer in Budapest vor Ort und die hat schon gesagt, zum Mittag, Peter, plan eine große Geschichte, weil die holen eine Medaille und sie hat Wort gehalten, das ist eine historische Medaille. Fesche Mählen, kann man nur gratulieren, sie haben es auch auf die Seite 1 geschafft zumindest. Und ist natürlich toll, weil es wieder eine neue Sportart ist. Die Leute sind jetzt begeistert, die schauen ein bisschen nach, was machen die genau. Super zum Anschauen, sehr grazil, eine wunderbare Geschichte. Mhm, das ist man beim Schwimmen in der Vergangenheit, war man durchaus verwöhnt durch Markus Rogan auf der männlichen Ebene, Felix Mina Aubeck. Jukic hat viel Jukic natürlich auch, aber um die Männer jetzt quasi anzusprechen. Felix Aubeck auch wieder ein bisschen ungut ins Turnier reingestartet mit dem ersten, vierten Platz. Vierter Platz ist immer undankbar, weil das natürlich auch mental dir ein bisschen zusetzt, logischerweise noch. Und du bist so knapp dran, dass du auf Stockerlauf schwimmst, ist sie nicht ausgegangen. Aber er ist, glaube ich, schon einer, der noch sehr, sehr viel Potenzial hat und der uns definitiv noch viel Freude bereiten wird in den nächsten Jahren. Wo siehst du aktuell den Schwimmsport in Österreich wieder am Kommen? Es gab immer wieder so Auf und Ab. Man muss ja sagen, wir haben es noch nicht geschafft, bei einer Langbahn WM Gold zu holen. Vielleicht schafft es der Aubeck einmal, wäre super. Ich glaube, es hängt immer ab von den Typen, es hängt immer sehr viel ab, wie Private auch gearbeitet haben, wie weit die über die Grenzen drüber gegangen sind in ihrer Jugend. Stars, die passieren nicht alle Jahre bei uns in Österreich, im Schwimmen schon gar nicht. Die haben im Schwimmen jahrzehntelang überhaupt keine Erfolge gehabt. Da haben wir eine richtige Euphoriewelle losgetreten damals, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Und ist eine ganz wichtige Sportart, auch eine olympische Sportart, die so viel Tradition hat, die so viel zählt. Wenn du im Schwimmen dabei bist, bist du einfach ein Supersportler. Wunderbar. Felix Aubeck, also noch im Einsatz, den wir auf jeden Fall heute Abend die Daumen drücken. Unsere Sendung wird vermutlich ein bisschen später ausgestrahlt, aber auf Krone.at sind sie dann auf dem Laufenden. Im Fußball gibt es auch eine riesengroße Geschichte, ganz im Westen des Landes. Miroslav Klose ist Trainer von Altach. Ich glaube, das hat niemand für möglich gehalten. War das für dich realistischer als Ralf Rangnick oder ähnlich? Das ist sehr skurril, das Ganze im Endeffekt, weil es wirklich ein einstiger Fußballwälster ist. Der Klose hat, glaube ich, 71 Tore in der deutschen Nationalmannschaft geschossen, hat den goldenen Schuh bei der WM 2006 gewonnen, hat insgesamt 15 Tore bei einer WM-Endrunde erzielt. Das ist mehr wie der Ronaldo, damit ist er Rekordtorschütze aller Zeiten. Der ist bei Lazio Rom am Ende seiner Karriere noch als Kultlegionär gefeiert worden. Ein richtiger Fußballwälster, zweimal mit den Bayern Meister gewesen, der aber als Stürmer extrem viele Sternstunden erlebt hat, als Trainer noch nicht. Er ist 44, er war Co-Trainer bei den Bayern, er war Juniorentrainer bei den Bayern. Er hat das Angebot gehabt, vom Hansi Flick deutscher Co-Trainer im Team zu werden. Hat er abgelehnt, er möchte es riskieren, seine erste Profistation. Er geht zu einem Club, der in der letzten Runde aus den Klassenerhalt geschafft hat. Er kann nur überraschen. Eine unglaubliche Medienpräsenz hat er jetzt einmal bewirkt. Der in der Bild-Zeitung Schlagzeilen, die hat Altach, glaube ich, sonst nicht gehabt in den letzten Jahren. In sämtlichen europäischen Gazettengeschichten über den Klose. Wer ist der Club? Was ist Altach? Wo ist Altach? Eine 7000 Einwohner in der Gemeinde, wie gesagt. Eine tolle Geschichte. Im Gegensatz zum Lothar Matthäus, der auch Weltmeister war und bei Rapid Trainer war, oder zum Klaus Augenthaler, hat der überhaupt keinen Druck. Der Matthäus ist zu Rapid gekommen. Erste Trainerstation ist nur 8er geworden. Das war die schlechteste Platzierung von Rapid in der Vereinsgeschichte. Der Klose kann ohne Druck dort arbeiten und wird sicher einiges bewirken, weil allein ein Name wie Klose der ganzen Bundesliga gut tut. Du hast früher einige Spieler gehabt, die Stars waren, wie der Oleg Blochin, der Giannini, der Kembes, der Hugo Sanchez. Die sind zum Ende ihrer Karriere nach Österreich gekommen. Jetzt ist es einmal so, dass nicht einmal die alten Stars kannst du mehr leisten, weil die gehen nach Amerika, nach China oder sonst wohin
Und darum ist es super, dass wir wenigstens einen Trainer haben können, einen Prominenten. Sehr gut. Ailton war auf jeden Fall der letzte Prominente aus der deutschen Bundesliga, der sein Zelt im Vorarlberg aufgeschlagen hat. Der hat und in einem Zelt gespielt. Mehr oder weniger, ein doppeltes Zelt sozusagen. Ja. Also Ailton, der letzte deutsche Star, und jetzt mit Miroslav Klose an der Linie. Ein anderer, sehr, sehr namhafter Spieler, kehrt jetzt wieder zurück an alte Wirkungsstätte. Guido Burgstaller, nach, glaube ich, 7, 8 Jahren Abstinenz wieder zurück in Wien-Hütteldorf. Wir wissen ganz genau, was er in St. Pauli oder bei St. Pauli geleistet hat. Glaubst du, ist er der Erfolgsgarant für Rapid für die nächsten 1-2 Jahre zumindest? Er ist 33, er hat sicher noch 2-3 gute Jahre vor sich. Kann er länger spielen, wenn er körperlich topfit ist. Er ist ein Spieler, der auch ein Motivator ist, der Leithammel ist, den, glaube ich, die Rapid-Mannschaft jetzt braucht. Sie haben einige Junge, die raufgekommen sind. Und sie brauchen einen Leithammel, der da wirklich Gas gibt, der das Kommando vorgibt. Der Burgstaller hat die besten Charaktereigenschaften dazu. Hat auch wirklich viel erreicht im Ausland, ist bei den St. Pauli-Fans auch als Kultstar verehrt worden. Das muss man mit zusammenbringen als Kärntner, sage ich mal, in Hamburg. Ja. Und definitiv jemand, auf den man sich freuen kann. Und generell grün-weiß, wie siehst du die Zukunft bestellt für die kommende Saison, nachdem jetzt der ein oder andere Neuzugang schon bekannt wurde mit Patrick Reil und so weiter? Es ist einmal, glaube ich, sehr wichtig, dass sie schauen, dass sie in die Conference League reinkommen, in die Gruppenphase. Das wird dem Club einfach gut tun. Die letzte Saison war ein bisschen durchwachsen, auf und ab, gute Leistungen, dann wieder Ausrutscher. Der Trainer, der Feldhofer, hat aber wirklich einen extrem großen Kader gehabt. Er hat extrem viele Spieler einsetzen müssen, auch von Rapid 2 raufgezogen, weil viele verletzt waren, weil viele ausgefallen sind. Ich glaube, er hat über 40 Spieler eingesetzt gehabt. Das ist, war Rapid Nummer 1, auch mit sehr jungen Spielern. Und ich glaube, es kommt auf die Mischung drauf an, dass du Junge hast und ein paar Säulen hast, dass du was wirklich was aufbauen kannst, konstant, und dass nicht alle Jahre die Spieler wieder wechseln. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, Peter Meuze hat einen Sohn namens Philipp Meuze, der jetzt erst vor kurzem einen jungen Profivertrag bei Rapid unterschrieben hat. Träumt er auch schon von einem Startelf-Einsatz an der Seite von Guido Burgstaller? Nein, der träumt jetzt einmal von der U16, jetzt beginnt die U16, jetzt freut er sich mehr auf den Urlaub, weil sie es ganz brav gespielt in der U15. Aber natürlich sehen auch die jungen Spieler, jetzt egal ob das in der U15 ist, U16, U18 oder bei Rapid 2 ist, dass sich die Chancen ergeben. Und ich finde es auch super, dass die Vereine hergehen und die jungen Spieler locken mit so Jungprofi-Verträgen oder halt einfach den Spielern auch das Vertrauen geben, mit den Spielern intensiv arbeiten, die Spieler versuchen wirklich weiterzuentwickeln, weil da kannst du auch als Verein wirklich was rausholen, auch mit einer Nachhaltigkeit. Und man hat ja gesehen, was Salzburg zusammengebracht hat mit dem Transfererlös, da kann man sich ein paar Bundesliga-Vereine drum kaufen. Auf jeden Fall. Rapid also wieder möglicherweise konkurrenzfähiger als in den vergangenen Jahren mit Guido Burgstaller an vorderster Front. Jetzt kommen wir zu deinem Steckenpferd, zum Tennissport, vielleicht im Vorfeld vor Wimbledon. Sprechen wir über die vergangenen Turniere jetzt in Halle und im Queen's Club, wo Berrettini in London und Hubert Hurkacz in Halle als Sieger hervorgegangen ja, ist. Ja, Hurkacz hat den Medvedev geschlagen, was eine großartige Leistung ist, aber man muss schon sagen, die Vorbereitungsturniere sind immer anders wie Wimbledon nachher. Und der Berrettini hat überhaupt gleich 2 Titel geholt in der Vorbereitung. Der hat 750 Punkte gemacht, das ist natürlich für den ein Wahnsinn. Wimbledon ist heuer anders. Du weißt warum, es gibt keine Punkte. Es sind einige Leute, die nicht dabei sind. Nadal dürfte jetzt doch wieder aufschlagen. Aber Wimbledon lebt ja so von der Tradition, vom Ambiente. War, glaube ich, 18 Mal bei dem Turnier. Du tauchst dort in eine andere Welt ein. Es ist alles wunderschön, klinisch sauber. Es ist alles durchgestylt. Du hörst überall wirklich, du siehst überall die Jahre, was das Turnier alles erlebt hat, die Geschichten dahinter, das lebt von den Mythen, von den ehemaligen Stars. Der größte Star im Wimbledon ist das Turnier selbst, und darum ist es egal, ob jetzt der spielt oder der nicht spielt, weil das Turnier einfach so eine unglaubliche Energie hat, auch die Fans, die dabei sind mit diesen ganzen Rundherum, mit diesen, jetzt heißt der Murray Mountain zum Beispiel, vorher war es der Henman Hill, wo da 10.000 Leute nur zuschauen beim Public Viewing. Das ist wirklich ganz großes Kino. Schade, dass es heuer nicht um Punkte geht, und schade ist auch, dass der Dominic Thiem nicht dabei ist. Er hat ja auch auf Rasen schon gut gespielt. Vielleicht war das für den Dominic die Chance gewesen, auf Rasen unbeschwert 2-3 Runden zu gewinnen, um wieder ein bisschen am Flow zu bekommen. Er hat sich entschieden, dass er den Challenger in Salzburg spielt. Mhm. Ist auch okay, ist ein super Turnier in Österreich. Beginnt übernächste Woche, ist das drittgrößte Turnier in Österreich, der Challenger in Salzburg. Und man kann nur den Dominic hoffen, dass er jetzt endlich einmal eine Partie gewinnt. Laut Papa trainiert er sehr gut in Dreiskirchen. Er hat sehr viel gespielt. Es wird besser und besser, hoffentlich. Ja, und auch das Handgelenk, ich glaube, diese entscheidenden Millimeter, die man dann noch rauskitzeln kann, das dürfte jetzt wieder funktionieren. Also kann man davon ausgehen, dass er sich langsam wieder heranpirscht. Handgelenk war jetzt in den letzten Wochen eigentlich überhaupt kein Thema mehr, was ich so rausgehört habe. Ich glaube, bei ihm geht es einfach nur wirklich um Schläge und um Matchpraxis zu kriegen, selbst daran zu danken.
damit das Werkel wieder laufen. Ja, wir reden dann in Kürze auch gleich weiter. Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück, vertiefen dann das Thema rund um Dominic Thiem, fragen Peter Meuze auch noch, wer für Wimbledon der absolute Favorit ist. Und wir blicken auch noch zurück auf das gestrige Formel-1-Rennen, wo Max Verstappen zum 6. Mal im 9. Rennen als Sieger hervorgeht. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Krone oder Kasperl, weiter mit Peter Meuze. Servus. Christi. Jetzt haben wir über Dominic Thiem schon so ein bisschen gesprochen. Du hast gesagt, jetzt bestreitet er einen Challenger in Salzburg. Danach folgen dann auch drei Sandplatzturniere hintereinander, bis dann Kitzbühel hoffentlich dazu dient, dass er vielleicht wieder um einen Titel mitspielen kann. Wann traust du ihm das wieder zu, konkurrenzfähig genug zu sein? Ich hoffe auf Kitzbühel natürlich, weil da kommt ja auch dazu, dass das Turnier vom Alex Antonitsch übrigens hervorragend organisiert ist, ja. Dass das Stadion voll ist, dass die Fans da ganz eine andere Energie wieder, glaube ich, dem Dominic vermitteln werden. Und ich glaube, dass in Kitzbühel wieder was gewinnen wird. Wunderdinge kann man sich trotzdem keine erwarten. Er selbst ist ja sehr bescheiden. Er sagt, sein Ziel wäre es jetzt einmal, dass er wieder es schafft, aus eigenen Kräften bei den Australian Open dabei zu sein 2023. Da musst du Top 100 sein im Ranking ungefähr. Momentan muss er Gas geben. Um das Wimbledon-Thema vielleicht nochmal aufzugreifen, wer ist für dich im Favoritenkreis drinnen? Wird es wirklich wieder nur um die bekannten Namen gehen oder kann auch eine Überraschung her? Es gibt keine Punkte, aber der Grand Slam-Titel zählt natürlich. Ja. Nadal wird spielen, was ich so gehört habe. Djokovic ist dabei. Nadal hat 22 Grand Slam-Titel, Djokovic hat 20. Ich glaube, der Djokovic will diese 21. Trophäe gewinnen. Im Wimbledon hat er die besten Chancen in dem Jahr, glaube ich, dazu. Und ansonsten kann es aber auch sein, dass da Überraschung passiert, weil die Leute wissen, es geht um keine Punkte, weil die Leute vielleicht dann doch sagen, ja, nicht das letzte aller der letzten Sachen rauszuholen. Kann es auch Überraschungen geben? Ich persönlich tippe auf den Djokovic. Am 27. Juni erfolgt übrigens der Start im All England Club, wo dann um den Wimbledon-Titel gekämpft wird. Formel 1 müssen wir natürlich auch anschneiden in Montreal. Prestigeträchtiges Rennen. Ich glaube, nach 3 Jahren Abstinenz wieder zurück. Da hat man auch davon gesprochen, dass rund 300.000 Zuschauer dort waren. Das heißt, die Begeisterung in Kanada ist nach wie vor vorhanden. Begeisterung ist irre, wenn du die TV-Bilder gestern gesehen hast. Volle Tribünen, eine unglaubliche Stimmung da draußen. Verstappen hat wieder gewonnen. Ich glaube, 6. Sieg, oder? Im neunten Rennen. Shot für einen Charles Leclerc, der hätte mir taugt, dem so einen guten Saisonstart hingelegt, Ferrari. Aber der Verstappen lässt nichts mehr zu. Ja, und jetzt sieht man auch. Mercedes ist wieder gekommen. Genau, Lewis Hamilton übrigens vor seinem Teamkollegen. Ist das vielleicht so die Wachablöse, wo der Routinier dem Jungen wieder zeigt, dass er doch noch da ist? Irgendwann muss ja das passieren, weil der Hamilton kann ja das Auto vorher nicht verlernt haben. Der Hamilton hat im letzten Jahr in der letzten Kurve die WM an den Verstappen verloren. Die ersten Rennen waren jetzt nichts, die ersten Neiner mehr oder weniger, oder? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der das Autofahren verlernt hat. Also ich glaube schon, dass mit dem wieder zu rechnen ist. Und an der Spitze haben wir jetzt einen Max Verstappen, der 46 Punkte auf seinen Teamkollegen Vorsprung hat, der ihm vermutlich nicht zur Bedrohung wird im Ernstfall und dahinter dann die Ferrari-Politen. Siehst du schon eine Vorentscheidung oder wäre das unfair, mitten in der Saison schon zu behaupten? Es ist zu früh, wobei 46 Punkte Vorsprung auf den Teamkollegen, das sagt schon einiges aus. Im Prinzip ist es zu früh, weil es kann auch so viel passieren, wie wir letztes Jahr gesehen haben. Es kann immer irgendwas passieren. Aber die ganze Geschichte locht den Verstappen schon an. Ja. Erzberg-Rodeo wäre vielleicht auch etwas für Max Verstappen nach seiner aktiven Karriere als Adrenalin-Junkie, kann man sich das vorstellen, zumindest ein ehemaliger Skifahrer, nämlich Marcel Hirscher. Ich habe es ja jahrelang gemacht, jahrelang am Erzberg-Rodeo mitgefahren, ich habe keine Probleme damit gehabt, weil ich ein wilder Hund bin und keine Berührungsängste habe. So wird schon genauer wissen, wie war das? Ich traue mich nicht mal mit dem Mountainbike um den Garten herumfahren. Aber wurscht, ich habe mir das angeschaut im Fernsehen, auch unglaubliche Bilder, wie die da aufgefahren. Vor allem die ersten haben sie noch ganz gut, die haben ja noch eine freie Sicht, aber wenn du da hinten nachfährst und du hast nur diese Staubwolken, das muss ja wie in einem, du fährst im Blindflug dort auf. Ich verstehe es nicht, warum man das macht. Da musst du wirklich ein Adrenalin-Junkie sein. Und der Hirscher ist mitgefahren, dem hat es taugt. Muss ich echt sagen, der traut sich schon was. Ja, ein gelungenes Event, aber gleichzeitig auch sehr, sehr hohe Temperaturen. Also ich glaube, der ein oder andere wird wahrscheinlich dehydriert von uns. Heiß, staubig, gefährlich, da bleibe ich lieber zu Hause im Wohnzimmer. Sehr gut. Marcel Hirscher ist, glaube ich, unter die Top 100 sogar gekommen, irgendein Platz im 90er-Bereich. Grundsätzlich sind nur 8 Leute, glaube ich, ins Ziel gekommen von 500 Teilnehmern. Ich glaube, das zeigt auch, wie hart dieser Erzberg auch ist. Das ist verrückt. Das ist einfach, wie gesagt, durchgeknallt. Da musst du Nerven aus Stahl haben und wirklich keine Ängste haben. Dann kannst du das machen. Es gibt ja Leute, die hupfen von den Klippen runter, von den Klippen runter. Traue ich mir auch nicht zu. Also das sind schon richtige Männer, wenn man schon so sagt.
Ja, zum nächsten Spektakel kommen wir zwar erst im nächsten Winter, allerdings gibt es jetzt schon Diskussionen rund um den aktuellen FIS-Präsidenten Johan Eliasch, ein Schwede, der schon für umstrittene Dinge gesorgt hat, indem er gesagt hat, er will den alpinen Skiweltcup zentral vermarkten, und jetzt wieder Negativschlagzeile. Es gibt ein großes Problem, was der hat. Der legt sich an mit den alteingesessenen Skinationen wie Österreich, Schweiz, Italien. Wurscht, ob das Kitzbühel ist oder Schladming bei uns oder in der Schweiz ist Wengern oder St. Moritz oder in Italien Grön. Ja. Das sind alles Geschichten, die haben so viel Tradition. Da leben die Verbände auch von der ganzen großen Show rundherum. Die möchten die Rennen selber vermarkten. Das alles zu zentralisieren wird, glaube ich, sehr, sehr schwer werden. Er wird sich die Formel 1 ein bisschen als Vorbild nehmen, die einen unglaublichen Boom erlebt hat weltweit jetzt. Aber im Skifahren, glaube ich, hängt es noch immer sehr ab, wie die Rennen aufgezogen werden von den lokalen Veranstaltern. Wenn ich mir nur zurückdenke an die Silvesterrennen in Osttirol und am Semmering, mit wie viel Liebe das gemacht worden ist von den lokalen Veranstaltern, wo sämtliche Leute freiwillige Helfer sind, hunderte, die mitarbeiten, die Pisten machen, die Standeln aufbauen, die alles wieder wegrahmen, damit am nächsten Tag der Tourismus wieder einziehen kann. Du kannst sowas, glaube ich, sehr schwer zentral vermarkten, außer du hast ganz, ganz viel Geld rein. Und ich glaube, dass es im Skiweltcup nicht drinnen ist. Jetzt wissen wir, auf der einen Seite macht er sich logischerweise bei Verbänden und auch wahrscheinlich bei Fahrern und Fans unbeliebt. Die Position des FIS-Präsidenten siehst du gefährdet? Ist das ein Mann, der schneller weg ist, als er gekommen ist? Das kann leicht passieren. Er hat einen sehr guten finanziellen Background. Und ich glaube nur, du musst halt versuchen, gerade im Skifahren das alles unter einen Hut zu zaubern. Und das wird, glaube ich, ihm nicht gelingen. Und ich glaube, er ist schneller weggekommen ist. Ja. Vielleicht schon mal ein grober Ausblick. Ist die nächste Skisaison wieder erfolgreich aus österreichischer Sicht, glaubst du? Der Nationencup war so das Einzige, was übrig geblieben ist in der vergangenen. Das war zu wenig natürlich. Dafür hast du aber schöne Erfolge gehabt beim Großereignis im Februar. Ich war zufällig letzte Woche bei der ÖSV-Ländertagung in Linz. Da war eine sehr positive Aufbruchsstimmung. Wir haben auch mit der Stadlober eine neue Präsidentin. Es hat sich auch einiges getan nach den Abgang von Peter Schröcksnerl als langjährigen ÖSV-Präsidenten. Und auch da ist es so wie beim Schwimmen, du kannst nicht erwarten, immer wieder Top-Athleten rauszubringen. Beim Skifahren natürlich viel leichter wie bei anderen Sportarten, weil so viel hinter dem Skifahrer da stehen und so viel den Erfolg im Skifahren wollen und da super Aufbau halt geleistet worden ist und eine super Talenteförderung, alles gibt's, ja. Aber trotzdem, du kannst nicht Hirschers und Meier so locker produzieren. Und Es werden neue Gesichter kommen und es werden wieder Erfolge kommen. Auf jeden Fall. Spannend wird natürlich auch die Frage sein, wie sich das neue Trainerteam bei den Frauen und Männern dann auch behaupten wird. Zum krönenden Abschluss müssen wir natürlich die Krone und den Kasperl auch noch verteilen. Starten wir mit dem Positiven, mit dem Negativen. War schon länger nicht mehr da. Nein, wir starten mit dem Positiven. Und ich muss echt sagen, ich finde es einfach lustig. Ein kleiner Verein aus einer 7000 Einwohnergemeinde heute den WM-Rekordtorschützen. Die Krone geht ins Vorarlberg. Die kommen eh viel zu selten bei uns vor im österreichischen Fußball. Natürlich auch, weil die Leistungen jetzt nicht so top waren und weil sie ein bisschen untergehen. Aber mit dem Klose sind sie ein bisschen im Mittelpunkt, finde ich, Weltklasse. Die Krone geht ins Ländle. Nach Alltag für die Verpflichtung von Miroslav Klose. Hoffentlich bleibt er auch ein bisschen länger da und wird nicht abgeschossen und nichts gewinnt. Und der Kasperl wandert zur FIS an die ganzen Unruhen, die da entstanden sind. Das hat eigentlich so ein großer Verband wie die FIS, die so viel konstante Aufbauarbeit betrieben und in den letzten Jahrzehnten nicht notwendig, dass es solche negativen Schlagzeilen gibt. Und daher bekommt die Kasperl Mütze der neue Präsident. Also Johan Eliasch kriegt das Mützel aufgesägt, die Krone geht an den Weltmeisterschafts-Torschützenkönig, so rum 16 Tore hat er erzielt. Rekordtorschütze. So, jetzt ist mir das überhaupt nicht rausgeflutscht. Wie schaut die Sportwoche jetzt bei dir aus? Vor Wimbledon noch einmal ein bisschen runterkommen und chillen oder wird's hart? Ich habe Dienstag, Mittwoch frei und bin bei meinem Therapeuten und lasse mein Knie untersuchen. Na bitte, dann hofft man natürlich nur das Beste, ne? Damit du wieder deine braven Spaziergänge vollziehen kannst. Jeden Tag 12 Kilometer. Sehr vorbildhaft. Peter, besten Dank. Dankeschön. Krone oder Kasperl, wie immer jeden Montag. Nächste Woche sind Sie hoffentlich wieder mit dabei und dann wird mein Kollege Michi Falli wieder parat stehen. Bis bald.